Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video. Ja, schön, dass ihr wieder bei Herzogs Barbecue eingeschaltet habt und wir starten direkt mit dem Video. Was ihr hier in der Schüssel seht, sind 50 Gramm Fischkäse, etwas Kartoffeln haben wir hier, eine Knoblauchzehe, zwei Schalotten, zwei Eier brauchen wir auch noch für das Rezept und etwas Salz und Pfeffer sowie ein Schweinefilet. Ja, ich habe noch gar nicht erwähnt, was es heute überhaupt gibt. Es gibt Schweinemedaillons mit einer Kartoffelkruste. Hier habe ich ein wunderbares Schweinefilet von dem Landwirt und Metzger meines Vertrauens. Glückliche Strohschweine und ich sag's euch Leute, das Fleisch ist der Wahnsinn. Das war übrigens unbezahlte Werbung. So, wir fangen auch direkt an und schälen erstmal hier die Kartoffeln. Ja, nachdem wir die Kartoffeln dann geschält haben, müssen wir sie natürlich schön klein raspeln. Ja, man könnte sie sogar noch eine Nummer kleiner raspeln, je nachdem wie dicht ihr hinter diese Kartoffelkruste haben wollt, müsst ihr halt mit der Größe ein bisschen variieren. Ist aber kein Hexenwerk. Wichtig ist, dass ihr hier mehlig kochende Kartoffeln nehmt, ne? Weil vorwiegend festkochend, dann ist die Bindung und der Stärkeanteil nicht gut genug und das Ganze geht in eine Hose eventuell. Ja, die Schalotten, die würfeln wir schön klein. Man darf ruhig noch erkennen, dass Schalotten bzw. Zwiebeln, falls ihr keine Schalotten mögt, drin sind. Aber sie sollten halt nicht zu grob sein. Ja, den Knoblauch, die Zehe, die schneiden wir in kleine Würfelchen und dann reiben wir dem hier auf dem Brett quasi so ein bisschen aus. Das macht die ganze Struktur nochmal ein bisschen feiner. Man könnte es natürlich auch durch die Presse jagen, aber da bin ich immer zu faul für das Ding im Anschluss zu spülen. So, wenn wir das Ganze dann in die Kartoffelschüssel quasi gegeben haben, dann salzen und pfeffern wir das Ganze ordentlich. Ihr dürft ruhig da ordentlich euch mit Gewürzen austoben, weil natürlich die Kartoffeln an sich sehr geschmacksneutral sind. Und ja, nur eigentlich die Schalotten und der Knoblauch sowie das Ei ein bisschen Geschmack an die Sache bringen. Dürft ihr auch ruhig noch mit Paprikapulver hantieren oder was ihr halt gerne esst. Ja, dann geben wir den Frischkäse noch dazu. Der Experte würde jetzt natürlich Handschuhe anziehen, ne? Weil jetzt wird schön rumgematscht. Wir müssen das Ganze jetzt mit viel Gefühl, sage ich mal, zu einem schönen, festen Teig verkneten. Also bis eine Bindung entsteht. So, wenn wir das erledigt haben, ihr seht es da hinten, es sieht nicht ganz so appetitlich aus, dann können wir uns hier erstmal dem schönen Schweinefilet widmen. Das ist übrigens auch das Einzige, was ich abgeschnitten habe. Ansonsten ist der Kollege echt Taco gewesen. Was übrigens in der Kartoffelmasse noch mit drin ist, ist ein Esslöffel Paniermehl, einfach nur um die Bindung noch ein wenig mehr zu erhöhen. Man kann das aber auch weglassen, also je höher der Stärkeanteil in der Kartoffel, desto weniger Paniermehl braucht man eigentlich. So, wenn wir die Medaillons fertig haben, dann können wir raus in die Außenküche gehen, salzen und pfeffern die ganzen Kollegen nochmal ordentlich durch. Ach, das sieht schon schön aus, oder? Ein wahres Träumchen. Ja, und da Schweinemedaillons in Kartoffelkruste ja so zu langweilig wären, dachten ich mir, wir grillen das Ganze heute mal auf einer Zedernholzplanke. Die habe ich hier schon hingelegt, die habe ich vor Grillbeginn oder vor Videodreh 3 Stunden in Wasser eingelegt. Einfach nur, dass das Holz ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen kann und nicht sofort verbrennt. Ja, dann habe ich hier den Monolith-Keramikgrill schon eingeheizt. Da packen wir jetzt die Planke erstmal ganz unten auf die Glut, damit die ein bisschen Feuer fängt. Wir wollen natürlich auch ein gewisses dezentes Raucharoma ans Fleisch bringen. Und das klappt natürlich am besten, wenn wir hier erstmal vorher ein bisschen Feuer machen. So, wie ihr seht, die hat jetzt schön angefangen zu kohlen. Diese Planken kann man übrigens auch mehrfach verwenden, ne? Das war jetzt hier der zweite Einsatz. Ich denke, einmal kann sie noch, beziehungsweise ich glaube, ich habe sie nach diesem Video entsorgt, aber eigentlich, wenn man da ein bisschen sparsam mit umgeht, kann man die bis zu 3-mal wieder verwenden. Man sollte nur darauf achten, dass man nicht Fisch auf eine Planke gart, bevor vorher Schwein oder Rind oder sonst was drauf gegart worden ist. Da sollte man ein bisschen die Brettertrennung im Auge behalten. So, jetzt haben wir hier unsere schöne Kartoffelmasse. Die drücken wir jetzt aus, damit nicht so viel Feuchtigkeit aufs Fleisch gelangt. Und ja, nach dem Angrillen, also man sieht es ja im Video hoffentlich, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Ich habe die Schweinemedaillons vorher einmal angegrillt, bevor ich sie auf eine Planke gepackt habe. Kriegen sie ihr Kartoffelhäubchen und dann können sie so bei 120, 150 Grad erstmal noch ein bisschen vor sich hinziehen, so 5 bis 10 Minuten. Und danach geben wir dem Grill ordentlich Dampf, damit er Oberhitze bekommt.
damit quasi die Kartoffeln oben auch knusprig werden. Was ihr jetzt vorne im Video übrigens hier gesehen habt, ist die vegetarische Alternative. Man kann mit der Kartoffelmasse auch wunderbar einen Puffer machen, falls man gleichzeitig einen vegetarischen Freund zum Grillen hat. Ja, und wie ihr seht, so sieht das Ganze dann schon fast fertig aus. Ein bisschen matschig ist es noch, das heißt, wir lassen es noch ein bisschen drauf. Die Planke fängt schon wieder an zu qualmen. Da müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass die nicht wieder Feuer fängt. Nicht, dass euer Fleisch noch verbrennt. Und so sieht das Ganze dann auch schon fertig aus. Natürlich gibt es jetzt noch eine Kameraüberfahrt. Wie gewohnt bin ich euch das ja schuldig. Und ich hoffe, wenn euch dieses kleine und feine Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder nach unten. Schreibt mir ein positives Feedback oder schreibt mir überhaupt einen Kommentar, wie es euch gefallen hat, das Video. Und falls ihr Wünsche, Sorgen, Ängste, Nöte, Anträge habt, dann lasst es mich gerne wissen. Und für alle neu hinzugezogenen, schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr natürlich sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich darüber freuen. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Bleibt gesund. Bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Euer Herzog. Ciao.